Hallo und herzlich willkommen weiter zu dieser Schlacht hier. Wir laufen Myra hinterher. Also zu The Evil Within 2. Evil Within 2. Oh Myra, meine Süße, wo bist du? Kommen wir wieder hoch? Hey, er macht was alleine. Ist sie. Das nicht hier in Ernst, oder? Da so was Rotes gab, ne? Muss man da nicht reinschießen? Oh! Die Drecksviecher bewegen sich immer sowas von beschissen, ey. Also das bringt überhaupt nichts. Nein, genau oben drüber geschossen. Ach komm, ey, hör doch auf, Junge. Das Vieh. Ach, hier ist
Hier wäre noch so ein Topf. Aber hier, warte mal, hier hat, war hier nicht. War hier nicht vorhin auch, wo ich doch hier runtergesprungen bin, da war hier doch Feuer. Wo ist denn das? Ah ja, okay. Ich glaube, hier hätten wir noch. Ja, hier hätten wir gar nicht rumgelaufen. Das sieht aus, Junge, wie so ein riesiger Eiterpickel, ey. Man da drauf schießt dann. Hier war das. Hier hätte ich langlaufen können. Ach, okay. Das sieht aus, Junge. Gibt es hier nirgendwo mehr einen Schlüssel? Hört ihr das? Boah, das hört sich ja. Okay, hier kommt er wieder nicht hoch, der sportliche Typ. Myra! Wohin gehst du? Du wirst Lily nicht wehtun. Ihr wehtun? Niemals. Ich liebe sie. Deine Liebe kann sie nicht beschützen. Das kann nur ich. Ich sagte, verschwinde! Sie darf Lily nicht kriegen. Das sehe ich genauso. Also ich kann auch nicht herlaufen. Mach dich auf den Weg nach Hause. So, gucken wir, ob wir noch hier noch irgendwo eine Statue finden, aber so wie es aussieht, nicht. Ich wollte noch mal ganz kurz was gucken. Wie kann man... Ach, Waffentyp wechseln mit E. Ja, ich möchte aber gerne die mit dem Laservisier... Ne, hier, die mit dem Laservisier möchte ich gerne als Hauptwaffe haben. Wie macht man das denn? Ach, Schnellgriff zulief. Ach so, dann muss ich jetzt die 1 wählen. Ach, dann sag das doch.
Und hier? Hier haben wir ja bloß diese eine Waffe, ne? Das war bloß Bolzen-Typ ändern. Hier haben wir, glaube ich, nicht einer, ne? Nee. So, das steht hier unten drunter sonst mit R. Hm. So, Mensch, das habe ich gar nicht gewusst. Wie peinlich. Ja, so sieht besser aus. Mal sehen, wenn hier eine Alpha-Wand kommt. Hier war... Haben wir hier gestartet eben? Ja, ne? Nein. Hier muss es doch irgendwo noch eine Statue geben. Sieht nicht so aus. Die Musik hört sich ein bisschen traurig an, kann das sein? Gut, laufen wir da nochmal fix rüber? Oder waren wir da auch schon? Ich habe immer so Angst, dass ich irgendwas verpasse, wenn ich irgendwo nicht überall hinlaufe. Hier waren wir auch schon, ne? Ja, na klar waren wir hier schon. Was ist das hier? Theodor? Sie sind unvorbereitet. Union läuft so reibungslos, dass Sie es nicht mehr genau überwachen. Jetzt oder nie. Wir müssten Lily befreien können, bevor Sie es mitkriegen. Wenn sie raus ist, sind wir so gut wie unsichtbar. Sind Sie sich da sicher, Theodor? Jemand Hochrangiges wie Sie, wenn Sie geschnappt werden? Ich habe meinen Entschluss gefasst. Ich kann nicht mehr tatenlos zusehen, wie Sie dieses arme Kind für Ihre Zwecke missbrauchen. Dieser dreckige Mistkerl hatte von Anfang an ganz eigene Pläne. Hm. Okay. Kidman, Theodor, wer war die andere da? Oder der andere? Habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Obwohl wir nicht Spuren hinterlässt. Was? Ich sehe nichts. Okay, keine Daten. Diese doofen Alpha-Wände. Auf und bringen sie wieder zurück. Das kann ich nicht zulassen. Versprich mir nur,
nur Lily zu Sebastian zu bringen, wenn alles vorbei ist. Versprochen, Myra. Dann heißt es jetzt, lebe wohl. Myra hatte vor, zum Kern zu werden? Warum? Da kriegt man ja fast Gösselpark, gell? Was? Wo? Ach da. Dämliche Penne. Okay, hier oben war da ist nichts. Oh, kriegt man keinen Schlüssel mehr? Das ist ja mein Büro. Okay, hier geht's gar nicht weiter. Na gut, dann werde ich erstmal hier reingehen. Ich denke mal, dass wir jetzt kurz vorm Schluss sind. Also ich denke mal nicht, dass ich die 75.000 noch knacken werde. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Bei Sykes ist immer noch ein Fragezeichen. Aber bei dem ist jetzt endlich ein X vor, du dämlicher Lappen. Bin gespannt, wie sie sich aus der Hölle rausreden, Wallace. So, ich gucke nochmal alles durch hier. Ich denke mal, wenn hier noch wieder Munition... Oh, da hätten liegt noch rotes Gel. Nein! Der Dia-Projekt... Oh, zwei Dias fehlen mir. Och, nö! Ach, das finde ich ja jetzt doof. Ja, sind diese Dias übersehen. So ein Kack. Ist egal. Was? Spiegel ist kaputt? Nein! Ach Quatsch, ich bin ja hier schon. Ich bin ja hier, dann brauche ich ja nicht mehr durch den Spiegel.
So, abspeichern tun wir gleich. Ach, das Ding ist jetzt auch weg. Nein! Tja, was machen wir jetzt? Waffenverbesserung. Wir gucken hier nochmal rein. Wir haben 555 Teile. Gut, hier haben wir ja alles durch. Hier brauche ich weiter nichts mehr. Hier müsste ich die Reichweite... Warte mal, von dem Ding? War das hier? Warte mal, die Reichweite, die war ja bei der Mütze, ne? 400 Teile. Okay, 100 Teile werde ich investieren. Aber mehr nicht. 400 Teile. Ich würde sagen, hier mache ich noch Reichweite. Die würde ich ganz gerne auf 200% auf jeden Fall. Heldebolzen mache ich hier einmal. Gut, Explosionsbolzen würde ich ganz gerne nochmal. Dann 200 Teile. Explosionsbolzen erhöht den Schaden. Von 180 auf 200%. Bockbolzen. Mehrere Gegner ist natürlich Quatsch, ne? So brauche ich ja gar nicht. Mehr Gegner und größere Entfernung. Achso, und größere Entfernung. Das werde ich auch mal ausprobieren. Vielleicht kann man da noch. Also Schockbolzen werde ich mir noch herstellen. Ich weiß ja nicht, ob ich erst noch welche finde. Okay, lassen wir das erstmal. So, Herstellung. Schockbolzen, wo bist du? Da oben. Komm, da stellen wir noch her. Ich brauche alles, was wir haben können. Dann haben wir 10 Stück Rauchbolzen oder Explosivbolzen, mache ich auch noch. Ich sag mal, nach der Musik zu urteilen, wird da wohl gleich was passieren. Was ist da neu? So, das ist für den Flammenwerfer. Komm, dann mache ich das natürlich voll. SG-Munition. Wir machen mal 140 Stück. Dann haben wir noch 31 Schießpulver. Da haben wir noch 7, 14... Komm, den Rest investieren wir hier oben. Nee, wir lassen das, falls wir noch was finden sollten. Erste Hilfe werde ich mal noch herstellen. Und Spritze lassen, falls wir das noch finden sollten. So, dann gehen wir mal. Oh, die Musik ist ganz schön laut auf meine Löffel. So, gucken wir hier nochmal. Ich glaube, die 72.000 werde ich nicht mehr erreichen. Schlüssel haben wir ja keinen, ne? Warte mal, Spritze? Weiß gar nicht. Komm, die nehmen wir mit. Ach, hätte ich gar nicht herstellen brauchen. Wir haben ja einen da. Oh, danke. Macht sie was? Das ist leider das letzte Mal, dass ich Ihnen helfen kann. Ich fühle, wie das Ende naht. Sie waren die ganze Zeit für mich da. Beide Male. Vielleicht bin ich auch schon länger bei Ihnen. Wie meinen Sie das? Wer sind Sie? Ich bin, wer ich immer war und immer sein werde. Sie wenden sich an mich, wenn Sie innere Stärke suchen. Und Sie brauchen mich jetzt mehr denn je. Und wenn das alles vorbei ist? Wenn alles vorbei ist, brauchen Sie mich nicht mehr. Weil alles vorbei ist? Oder weil ich dann tot bin? Die Antwort ist so oder so dieselbe. Und jetzt machen wir Sie startklar. Ach gut, ein Glück, dass ich hier reingegangen bin.
Okay, dann ist es, dann muss ich jetzt alles... falsch, vorsichtig zu sein. Ja, ja. Aber sie können sich nicht ewig verstecken. Ja, ja. Vielleicht sollten sie über ein paar Kampffertigkeiten nachdenken. Dann hat sich das hier erledigt, hier. Eine begrenzte Zeit lang steigt der Schaden durch Feuerwaffen mit jedem weiteren Schuss. Der Effekt endet, wenn entweder die Zeit abgelaufen ist oder die Munition ausgeht. Das wären 3000. Oh, 29.000. Würde ich schaffen? Heilung. Nein. Weißt du, wenn das letzte Mal ist, ich glaube, das mache ich hier. Weil das kriege ich da oben sowieso nicht hin. Und ich glaube mal, dass ich jetzt schießen muss. Weil ich glaube nicht, dass... Achso, da bin ich ja sowieso fertig. Heilung, ne? Wäre auch nicht verkehrt. Aber komm, scheiß drauf. Zeitlang wird die Feuerwaffe... Okay. Gesundheit. Erhöht die Menge der Regenerierung kurz vor dem Tod. Erhöht die Schmerztoleranz, sodass du erlebst, wenn andernfalls mehr als genug Schaden verursacht, ihn zu töten. Ich denke mal, das werde ich auch nehmen. Maximum der Lebensanzeige würde 12.000 kosten. Kann ich mir auch noch leisten. Athletik, ob ich das jetzt noch brauche? 10.000. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen Angriff automatisch auszuweichen. Funktioniert nicht bei allen. 20% auf 30%, das ist ja eigentlich nichts. Ausdaueranzeige von 150 auf 170. Wäre auch nicht verkehrt gewesen, ne? Du generierst Gesundheit schneller bei Heilung kurz vor dem Tod. 8.000. Du regenerierst mehr Gesundheit, wenn du Heilgegenstände nutzt. Mach ich. Haben wir 6 von 7, 6 von 11. Ich denke mal, hier oben sollte ich noch was machen, ne? 4.000, 12.000. Ah, reicht nicht mehr. Scheiße. Ach, Kacke. Erhöht die Menge der Ringe kurz vor dem Tod. Komm, das mache ich. Jetzt habe ich noch 7.000. Ich denke mal, hier brauche ich nichts, oder? Automatisch aus. Oh Gott, kann ich ja eh nicht mehr. Kann ich auch nicht mehr. Kann ich auch nicht mehr. Ich glaube, das war's jetzt. Ich glaube, mehr kann ich gar nicht machen. Nee, auch nicht. Auch nicht. Nein, ich kann nichts mehr machen. Okay. Ja, Mutti, dann würde ich sagen. Wie soll ich diese Nägel je fertig kriegen? Ja, ja. Mutti. Dann war's das. Dann gehe ich hier raus. Wir sind bei 28 Minuten. Ich denke, ich werde den jetzt hier abspeichern. Und Crimson City Police. Ich denke mal, dass wir dann kurz vorm Bosskampf stehen wieder. Oder irgendwie sowas in der Art. Also ich denke mal, ich komme jetzt überhaupt nicht mehr zurück in die andere Welt. Ich bin echt gespannt, was mit Sykes ist. Ihr auch? Oh, Kürzchen. 2 Dias fehlen mir. Ach Mann, wie mich das ärgert. Ich hasse das, wenn man immer irgendwas nicht, wenn man nicht alles findet. So, ich gucke lieber sicherheitshalber nochmal alles nach. Dann brauche ich das beim nächsten Mal nicht machen. Dann brauche ich beim nächsten Start nur loslegen. Den Monitor kann ich mir auch nicht unter dem Arm klemmen. Wieso ist so hier so viel Licht? Das hat da irgendwas zu bedeuten, oder? Geh nochmal ganz kurz hier. Mein Büro. Blöder Penner. Aber guck mal, den kann ich gar nicht mehr auswählen. Den Lutsche. So, hier ist alles durch. Hier haben wir auch alles. Die Jacke kann ich mal anziehen, damit mir draußen nicht so kalt ist. Ich weiß gar nicht, ob ich hier alle Gegenstände habe. Gut, dann würde ich sagen, speichere ich ab. Und
in der nächsten Aufnahme, ich hoffe, dass sie morgen da ist, werden wir dann mal nach Hause gehen oder wo wir da hingehen sollten. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, bis morgen, tschüss und haut rein.